Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Pinseldynamik einstellen könnt in GIMP 2.8. Wenn man ein Grafiktablett benutzt, wird ja die Druckstärke im Allgemeinen erkannt. Ich benutze hier das Wacom Bamboo Pen and Touch und ich habe jetzt einfach mal einen Pinsel eingestellt und eine benutzerdefinierte Pinseldynamik, in der ich hier eben die Deckkraft und die Größe angegeben habe. Und wenn ich jetzt hier auf dem Papier zeichne, dann sieht man, dass die Strichstärke sich nicht verändert. So, woran liegt's? Wir gehen einfach hier oben auf Bearbeiten, gehen auf Eingabegeräte und hier sehen wir auch das Wacom-Tablett und einmal für den Radierer aktivieren wir das Ganze im Fenster und für den Pressure Stylus genauso. Würde auch funktionieren, wenn man hier Bildschirm angibt. Ich muss gestehen, den Unterschied kenne ich jetzt nicht, Bildschirm und Fenster, aber ich lasse jetzt einfach mal Fenster stehen, speichere das Ganze ab. So, und wenn ich jetzt noch mal einen Strich ziehe, und dann sehen wir, dass der ganz dünn ist. Und wenn ich fester aufdrücke, wird er auch stärker von der Strichstärke. Ja, das war's schon mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich gehe mal davon aus, dass auch für andere Hersteller von Grafiktablets hier eben entsprechend die gleiche Einstellung vorzunehmen ist in GIMP. Und dann funktioniert das auch wunderbar mit der Pinseldynamik. Bis zum nächsten Mal.